Willkommen. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es alle mitbekommen, Sie haben es gesehen. Es gibt wieder einen Thomas. Und bevor sich Leute aufregen, erschießen oder sonst irgendwas, dieses Video handelt nicht ausschließlich von Thomas, aber wir werden mit ihm beginnen. Genau gesagt mit diesem literarischen Meisterwerk, das in meiner Kommentarzeile gelandet ist. Ich zitiere nun den Künstler selbst. Fakt Nummer 1, deine Abonnenten interessieren sich einen Scheißdreck für was, das du machst, ey. Du meckerst ja nur über andere, wo deine Meinung nicht mitstimmt, ey. Mit diesen unsterblichen Worten will uns der Künstler darauf aufmerksam machen, dass Sie, meine werten Zuhörer, mir überhaupt nicht zuhören. Sie lachen nur und finden mich scheiße, weil ich nämlich keine eigene Meinung haben tue. Oder so ähnlich. Dass diese Wahrnehmung nicht unbedingt der Realität entspricht, sei dahingestellt, in der Fiktion ist sowas ja meistens etwas freier zu deuten. Aber zurück zum Machwerk des Künstlers. Fakt Nummer 2, du bist ganz schön in der Lage, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen zu tun, ey. Damit möchte mich der unsterbliche Thomas darauf hinweisen, dass ich nicht dazu in der Lage bin, mich mit einem Thema, sei es nun Evolution, Biologie, Religion oder sonst irgendetwas, vernünftig zu beschäftigen. Ich betreibe keine Nachforschung, wie zum Beispiel Bibelverse, die ich ihm vorlege. Ich informiere mich nicht, wie zum Beispiel, wenn ich ungefähr erkläre, was Evolution und Abiogenese sind. Und ich habe keine Ahnung von irgendwas, zum Beispiel, wenn ich Videoantworten auf irgendwelche Dinge mache. Wirklich tiefgreifende Einblicke. Fakt Nummer 3, du weigerst dich Videos anzugucken, die du nicht magst, Alter! Mit dieser Zeile weist uns Thomas auf mein unglaubliches Talent hin, auf ein Video zu antworten und es zu schneiden, ohne es einmal gesehen zu haben. Ich glaube, wir sind uns einig, dass sowohl Thomas als auch ich übermenschlich begabt sind. Fakt Nummer 4, dass du beleidigst und stumpfsinnig spielst und kommentierst und so, zeigt, dass du zum einen der Bildung deines Argumentationsgegners gar nichts zu entgegenzusetzen hast und zum anderen gibt's gar nicht mal, Mann. Mit dieser wunderbaren Textformulierung einer einzigartigen deutschen Sprache, die weder mir noch Ihnen geläufig sein dürfte, werte Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörer, ist natürlich für den Laien etwas schwer zu interpretieren, aber ich glaube, dass er damit ausdrücken möchte, dass Beleidigungen und, wie gesagt, stumpfsinnige Vergleiche zeigen, dass keine Bildung existiert. Wirklich tiefgründig, meine Damen und Herren. Fakt Nummer 5, ich hab dich auf YouTube überlebt! Eine wunderbare und einzigartige Beobachtung. Bedenkt man doch, dass zum Überleben ein Tod gehört. Und wir sehen bei Thomas immer wieder, wie er dem ägyptischen Sonnengott Ra gleich jedes Mal aus der Unterwelt wieder aufsteigt, um seinen Zyklus über den Himmel zu ziehen. Und jedes Mal, nachdem sein Kanal gelöscht wurde, ersteht er von neuem. Wirklich ein atemberaubendes Schauspiel, meine Damen und Herren. So, genug philosophisch tiefgründig gewesen. Wo ist mein Jägermeister? Da. Guter Jägermeister. Okay, seien wir mal ehrlich. Das war so ziemlich die dümmste Scheiße, die ich je gelesen habe. Es ist nicht ohne Konkurrenz, ja. Aber es ist unheimlich dämlich. Vor allem, weil man mit, ich weiß auch nicht, einem Blick auf das Video, unter dem der Kommentar steht, das Gegenteil belegen kann. Aber was erwarte ich auch von einem Typen, der versucht, das Wort unbezahlt zu steigern, in einem Video negative Bewertungen unter seinem eigenen Video als ein Beweis für eine Verschwörung und eine pädophile Welle in der Gesellschaft darstellen will? Wenn jemand nach einem Tag vorher sagt, dass die negativen Bewertungen unter meinem Video bedeuten, dass meine Videos scheiße sind. Also ich glaube, alles in allem können wir feststellen, Thomas ist immer noch blöd und immer noch wahnsinnig. Und einfach nur, um ihm auf den Sack zu gehen und euch noch ein bisschen zu ärgern, hier noch ein paar Minuten mehr mit Thomas. Es wird viel von Toleranz geredet. Da gibt es solche, die von den Christen ständig mehr Toleranz für alle möglichen Dinge fordern. Gleichzeitig wird der christliche Glaube aber aus der Öffentlichkeit verdrängt und nirgendwo mehr toleriert. Ja, es gibt keine staatlich bezahlten Kirchen oder staatlich bezahlte Kirchendiener oder christliche Parteien oder christliche Gruppen. Das existiert alles überhaupt nicht, da hast du recht, Thomas. Fernsehstationen lassen christliche Filme verschwinden.
Genau, es ist nicht so, als ob dieses Jahr drei große Propagandafilme von Christen produziert worden wären, die ins Kino gekommen sind oder so. Das wäre ja albern. In der Schule werden Christen gehänselt. Und es ist nicht so, als ob irgendwelche anderen Gruppen, wie zum Beispiel Nerds oder Dicke, gehänselt werden würden. Es sind nur Christen. Am Arbeitsplatz muss man das Maul halten, wenn es um Glaube geht. Oder wenn es um die alte geht, die du gestern geknallt hast, oder um die Kackwurst, die du heute Morgen geschissen hast, oder um die Kackwurst, die du heute Mittag gefickt hast. Es gibt viele Sachen, über die man im öffentlichen Leben nicht unbedingt reden darf. Kann es sein, dass die vielgerühmte Toleranz äußerst einseitig ist? Da wird von den Christen Toleranz für Homosexualität, Abtreibung, wilde Ehe, etc. gefordert, aber gleichzeitig begegnet man christlichen Werten wie ehelicher Treue, Keuschheit, traditionelle Familie mit höchster Intoleranz. Das ist ja wohl ekelerregend. Dann werden einfach die heterosexuelle Ehe verboten, die Treue in der Ehe unter Strafe gestellt und Abtreibung auf die deutsche Flagge gedruckt. Was? Das passiert alles gar nicht? Worüber regt sich dieser Thomas denn da so auf? Oder um es mal ohne Führer zu sagen, kleiner Thomas, nur weil andere Leute etwas wollen, was du nicht magst, heißt das nicht, dass du das Recht hast, sie aufzuhalten, solange sie dich damit nicht stören. Wenn das schwule Pärchen, das nebenan wohnt, gerne heiraten und Kinder adoptieren will, lass sie. Sollen sie dir nicht deine Kinder wegnehmen oder dich dazu zwingen, bei einem Dreier mitzumachen, geht es dich einen verfickten Scheißdreck an, was sie machen. Nicht weinen, Kinder, es ist ja schon vorbei. Der Onkel redet nicht mehr über Thomas. Der Onkel redet jetzt über andere Vollidioten. Mal sehen, was haben wir denn? Ah, da, Beweis für die Existenz Gottes oder Allah oder was auch immer für ein Scheiß. Was würdest du tun, wenn ich dir sagen würde, dass dieser Punkt ganz von alleine gekommen ist? Ich würde dir sagen, dass du ein Vollidiot bist, weil dieses Argument schon tausendmal benutzt wurde. Nächstes Video. Was ist der Beweis für die Existenz Gottes? Na also, das sieht schon mal besser aus. Der Typ kann reden und hat sogar ein Hemd an. Wenn das nicht positiv ist, dann weiß ich auch nicht. Was ist, wenn ich dir sagen würde, dass dieser Nein. iPhone 4, mitten in der Wüste von einem Sandsturm zusammengebastelt wurde? Ich würde dir sagen, dass dieses Argument sinnlos, dämlich und veraltet ist. Wenn jemand dahergelaufen kommt und sagt, dass dieses klappen könnte, Sei still. so würden wir ihn direkt in die Psychiatrie schicken. So, jetzt ist die Frage: Halt's Maul! Was ist mit dem Universum? Halt die Fresse! Was ist mit den ganzen Planeten? Was ist mit unserem Sonnensystem? Halt sofort deine Klappe! Was ist mit der Sonne, die der Grund ist, dass wir hier auf der Erde nicht erfrieren? Was ist mit dem Mond, der Grund ist, dass wir unsere Zeit berechnen können? Den Wolken? Gib mir 5 Minuten. Ich hatte irgendwo noch eine Flasche. So, um euch dieses Video und alle Videos nach demselben Muster zu ersparen, hier eine Zusammenfassung von alles. It was God! Ja, so in etwa. Und jetzt werde ich dieses Argument widerlegen tun. Jedes Mal bringen diese Typen eine Uhr, ein iPhone oder irgendwas, von dem wir wissen, dass es gemacht ist, an und sagen: Guck mal, diese Jägermeisterflasche, die seltsamerweise so leer ist in meiner Hand, die ist ja von Menschen gemacht. Und weil es sozial kompliziert ist, können nur Menschen sowas machen. Darum ist das Universum auch von, ist nicht ein Mensch, aber Gott und so gemacht, ne? Da gibt es aber ein Problem. Wir wissen, dass iPhones und Uhren und so ein Scheiß von Menschen gemacht wurden. Es gibt aber auch komplizierte Sachen, die nicht von Menschen gemacht sind. Also in Anführungsstrichen zufällig passieren. Nehmen wir zum Beispiel mal Bäume. Die können Zeug aus dem Boden saugen und zusammen mit Wasser, wenn da Sonne drauf knallt, hauen die da sich Nährstoffe rein und Sauerstoff für uns. Also entweder kann man mir sagen, ein solarbetriebenes Dingens, das Sauerstoff und Nährstoff herstellt, ist nicht komplex. Oder ihr Typen denkt, dass wir selber Bäume machen können. Mit Technologie und so. Eine andere Sache wäre,
dass wir keine Ahnung haben, wie genau das Universum außerhalb funktioniert. Also wir wissen, wie Sachen im Universum selber funktionieren, aber wir wissen nicht, wie die Sachen außerhalb vom Universum funktionieren. Also ob solche Sachen wie Aktion, Reaktion und so weiter außerhalb des Universums und vor dem Big Bang überhaupt zutreffen. Das heißt also, nur weil wir zum Beispiel sagen können, dass alle meine Möbel in meinem Haus aus Holz sind, heißt das nicht, dass das Haus auch aus Holz sein muss. Und das Dritte, was man sagen könnte, ist, wieso ist das Universum so scheiße kompliziert, dass es einen Schöpfer braucht, aber ein Schöpfer, der das alles zusammenzaubern kann, der darf einfach so existieren, weil irgend so ein altes Buch das sagt. Also wenn irgendwas Kompliziertes schon immer da gewesen sein kann, dann das Universum selber. Ich meine, das Universum können wir eigentlich fast beweisen, glaube ich. Von daher würde ich sagen, wenn es irgendwas schon immer gegeben haben, getan muss, dann das Universum. Da gibt es sehr interessante Theorien, die mir gerade nicht einfallen wollen, weil der Raum dreht. Aber ich glaube, da gibt es auch Ansätze, dass das Universum schon immer da gewesen, getan ist oder sowas. So, das war's mit diesem Video. Ich habe mich mit Thomas und anderen Vollidioten gekloppt. Ich finde es toll, wenn ihr abonniert, liked, kommentiert oder einfach zeigt, dass ihr am Leben seid. Das wäre sehr schön. Ich habe nämlich so langsam Angst, dass ich wahnsinnig werde und die Videos einfach nur von meiner Großmutter geguckt werden, die Mitleid hat oder irgend sowas. Oder von Thomas, der hat nichts Besseres zu tun. Und ich suche mir jetzt einen Eimer, ne? Bis denn.